Jo Leute, heute geht es um ein ganz lustiges Thema. Also ich muss sagen, Hammer Typ, ich habe ihn auch abonniert. Ich würde ihn empfehlen euch, wenn ihr was zum Lachen braucht. Irgendwie wird von manchen wird das glaube ich nicht verstanden, aber Toni Tagzeit, ne? Hammer Typ, Hammer Kanal, ist eigentlich. Schatz, ich kann nicht treu sein, ne? Ich bin Feminist. Ne? Es ist tatsächlich so, der Typ ist ein Komiker. Also ein Komiker oder ein Kabarettist oder Satiriker. Auf jeden Fall, der macht Komödie und das ist Unterhaltung. Also humorvolle Unterhaltung. Und das ist nicht jedem das seine. Ich glaube, für die Vogue-Leute ist es jetzt nicht so ein Programm. Also schauen Sie mal sein Video an. Ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen reingeguckt, aber ihr seht schon nicht viel. Ich habe gesagt, wenn ich Zeit habe, dann gucken wir gemeinsam rein und ja, wir reagieren auf sein Video. Ich hoffe, er genehmigt uns das und ist froh darüber, dass wir ihn weiterempfehlen und ist sehr unglücklich. Auf jeden Fall ein cooler Typ. Da gibt es so wenige Leute, die jung sind. Ja, schießen wir einfach mal los. Und gleich und von Anfang an natürlich, ganz klar. So. Hübsche Frauen, wilde Partys und Jetsetten. So sieht das Leben von Toni Teilzeit aus. Der junge Lebemann ist mittlerweile das Wahrzeichen von Potsdam. Paff. Paff. Es ist eigentlich. Wir haben heute das Glück, ihn durch seinen Alltag begleiten zu dürfen. Viel Spaß! Jung, berühmt und gut aussehend. Toni Teilzeit hat es geschafft. Wir begleiten Toni durch seinen Alltag. Na, Schnecken? Besuchen sein Stammlokal. Ich arbeite wirklich. Ich mache für Toni die ganze Arbeit. Und begleiten ihn auf der Baustelle. So, und jetzt wird mein Rohr verlegt. Sagen wir mal so. Sein Rechenzentrum, einen Meter tiefer. Ey, das ist Toni, der ist einfach so. Es ist 15 Uhr. Jenny, meine Liebe, die Nacht war traumhaft. Aber ich kann jetzt leider nicht. Spring rein. Heute sind wir mit dem jungen Lehrmann verabredet. Wir sind schon gespannt, was uns erwarten wird. Dann fahren wir mal los. Sein Arbeitstag scheint etwas später zu beginnen. Oh, interessante Herangehensweise. Ja, wir fahren jetzt erstmal in mein Lokal. Wir haben 15 Uhr. So starte ich meinen Tag meistens, weil mit Stress komme ich gar nicht klar. Mein Papa hat schon immer gesagt, der Toni verträgt keinen Stress. Ich habe mich nicht an viele Sachen gehalten, die er mir gesagt hat, aber das habe ich mir zu Herzen genommen. Gut, dass Toni auf sich acht gibt und Stress vermeidet. Aber wie verdient der Playboy eigentlich sein Geld? Kennt der Frauenheld das Wort Arbeit? Ja, bei meinem vorherigen Beruf wurde ich gekündigt, weil ich die Frau vom Vorgesetzten gevögelt habe. Ich weiß nicht, ob das ein Kündigungsgrund ist. Jetzt mache ich so ein bisschen in der Baubranche was, drehe da so ein paar Dinger. Ja, das passt besser zu mir, da bin ich mein eigener Chef. Später begleiten wir den Baumeister noch auf eine seiner Baustellen. Zuerst werden wir aber von einem Notfall überrascht. Du, ich beeil mich, ich bin gleich da, meine Liebe. Ja, bis gleich, ciao. Sorry, dass ich das unterbreche. Ich muss noch schnell zu einer. Also so top gemacht. Also das ist, ich merke das halt, dass das Show ist und dass das alles, also dass das alles gefilmt ist. Also das ist nicht, das ist wie gesagt, das ist nicht tough, sondern puff. Das ist seine eigene Inszenierung. Aber geil gemacht, sehr gut gemacht, sehr professionell. Und das kostet Geld. Also man müsste schon Geld haben. Der Kerl, der ist kein Angeber, der hat Geld. Das Auto kannst du jetzt vermieten und so. Aber die Kameraleute und diese ganzen Sachen, auch nur hinzufahren und so, Equipment und so, das kostet schon ein bisschen Geld. Und da reden wir nicht von zwei Stellen oder ein Stellen, sondern dreistellig, manchmal dreistellig aufwärts hier. Ja, geht ab 1000 Euro und alles, was 5000 und so, kann auch wirklich, manche Videodrehs, Dokus, die man dann selbst in Auftrag gibt, können 10.000 Euro mehr kosten. Ja, es sei denn, man zahlt die Mitarbeiter nicht. Dann kosten sie weniger. Oder die Mitarbeiter verzichten drauf. Bekannten, die hat Notfall, wisst ihr? Weil ich bin ein bisschen wie Installateur. Wenn's Wasser tropft, kommt Toni. Eine wirklich außergewöhnliche Fahrweise, die der Dorfbewohner da pflegt. Das Kamerateam hat sich noch nie so sicher gefühlt. Sag mal so, wer nicht schnell fährt, kommt nicht an. Angekommen am Einsatzort, geht der Teilzeitmechaniker sehr entspannt an die Sache ran. Dann lassen wir ihn mal den Wasserschaden beheben.
Aha, wen haben wir denn da? 3 Stunden später treffen wir den Schürzenjäger wieder. Sieht man mich gut? Sehe ich gut aus? Ja, das Beste in Potsdam sind die Frauen. Hier kann jede sein, wie sie möchte. In Potsdam. Der Casanova scheint in seiner Stadt ganz schön bekannt zu sein. Zum Glück hat der Hauptstadt-Playboy in den frühen 70ern seinen Fahrführerschein gemacht, sodass er uns kompetent durch die Stadt führen kann. Toni ist an, der Ton ist an. Hey Leute, ich sage euch eine Sache übers Leben. Ihr müsst immer die Dinge machen, auf die ihr Lust habt, ja? Wenn ich also sehr gut geschnitten worden. Also ich weiß, dass sehr gut geschnitten weil ich schneide ja selber Videos und die Leute beachten ihn gar nicht. Also da musst du sehr selbstbewusst sein. Also das hat nichts mit, er ist nicht egozentrisch oder eingebildet. Im Gegenteil, er ist einfach ein Mann, der sehr selbstbewusst ist. Und sehr selbstbewusst sein, dass im Endeffekt sorgt dafür, dass man ein Video drehen kann, in der Stadt drehen kann und so tut, als wäre man berühmt. Und dann wenn es dir egal ist, kann es sein sogar, dass die Leute da auf dich kommen und sagen, ey, da ist ein Star oder so. Ja, also kann alles passieren in dem Video. Ja. Wenn ich mir dieses Tor angucke, dann weiß ich ganz genau, wo der Sinn des Lebens steckt. Und zwar in Öffnungen. Interessante Analyse. Der Mann hat ja auch Architektur studiert. Für 2 Tage. Komm mal kurz her. Ich habe ja früher mal Architektur studiert. Und hier wollte ich euch eine kleine Analyse zeigen. Bauhaus. Minimalistisch. Wandflächen. Super. Ja. Was für ein Stern im Bildungshimmel. Hoffentlich erfahren wir noch mehr. So Leute, kommt mal mit, jetzt überprüfen wir mal die Statik. Und da muss man hier ganz genau mal checken, das macht man mit dem Ohr. Da hört man hier einmal dran und klopft gegen, ja. Da weiß man, ob es wohl ist oder nicht. Und ihr könnt es bei den Frauen machen, einfach mal klopfen. Da weiß man auch, ob es hier wohl ist oder nicht. Der Teilzeitarchitekt sprudelt ja nur so vor. Oh, mein. Was hat Toni mit diesem Brunnen gemeinsam? Wenn er vorbeikommt, wird's feucht. Oh, philosophiert. Jetzt aber ab ins Lokal. In Potsdams Restaurant da Pazzi trifft sich die High Society. Filippo, buongiorno. Für den jungen Unternehmer ist es der perfekte Ort, um Geschäfte zu machen. Heute mal alleine? Selten, aber wahr, ja. Genial gemacht, ey. Ich bin mir sicher, das sind 2, 3, 4, 5 Takes gewesen. Ja, hat sich bestimmt totgelacht. Ja, machen wir, bester Freund. Machen wir die Aufnahme so, weißt du, wir gehen rein und so. Und oh Gott, bestimmt dann Klappe an, zack an. Und dann, ah nein, Alter. Ich kenne das von solche. Ich war mal beim Dreh, also ganz lustig. Manchmal gibt es 10 Takes für eine Szene. Du lachst dich dann kaputt einfach. Ja. Familie, sehr gut. Und deine? Nee, ich hab keine. Hallo? Ja, was ich über Toni erzählen kann, ist eine Sache. Gentleman, Playboy. Einmal kommt er mit einer Frau, manchmal kommt er mit 20 Frauen. Aber immer charmant. Ein junger Mann aus der Alten. Im reingeschnitten ist das. Das sieht man so vor, dass das alles reingeschnitten ist. Ja, gut gemacht. Gut gemacht. Oh Gott. Oh Mann. Schule. Aber war Toni eigentlich schon immer so ein Playboy? Ich bin recht bescheiden aufgewachsen. Oh, mir war es immer wichtig, auf dem Boden zu bleiben. Oh, das wird jetzt aber keiner mehr sehen. Zu übergeben. Ein produktiver Tag geht zu Ende. Jetzt sind wir aber gespannt. Was macht Toni nach so einem anstrengenden Arbeitstag? Oh Mann. Das zeige ich euch jetzt. Hat Toni etwa das Kamerateam vergessen? Doch nicht. Er ist eben ein wahrer Gentleman. Geld ist nicht wichtig. Nur viel Geld. Okay, er hat uns wohl doch vergessen. Seine Schnappschüsse lassen aber eine wilde Nacht in Potsdam vermuten. Wow, was für ein Leben, oder? Oh, geil, geil, einfach geil. Also, das hat mich sehr zum Lachen gebracht. Das würde ich euch, also ich würde euch seinen Kanal auf jeden Fall empfehlen. Oh Mann, hab ich gelacht. Also, es hat sich gelohnt, das Video anzuschauen. Cooles Video, Toni. Hammer-Video, einfach Hammer. Sehr, sehr gut gemacht. Also, und lustig ohne Ende. Also, wenn ich fast immer ständig lachen muss, ja. Wow, Mann. Ja. Also, ein sehr gutes Video. Es ist auch ein sehr gutes Lernvideo, weil, mein Fazit ist, wenn man genau so
selbstbewusst ist und durchs Leben geht, werdet ihr auf jeden Fall Erfolg haben. Ja? Weil diese ganzen Vogue-Scheiße, ja, du musst auf den achten oder so, das macht euer eigenes Ding, wenn ihr die Möglichkeit habt, ob ihr eine gute Geschäftsidee, macht euer eigenes Ding. Ja, ihr könnt es vergessen, irgendwo, wenn ihr studiert oder so, klar, und wenn ihr selbst wenn ihr studiert und ihr werdet Arzt, das heißt Sklave. Na, Arzt ist egal, der muss ja für die anderen arbeiten. Der Krankenhaus gehört ihm auch nicht. Und wenn er selbst sein Krankenhaus übernimmt, ist er nur 100.000 Stunden, überspitzt gesagt, unterwegs. Und sowas, wenn ja, man halt Immobilienmakler ist oder Immobilien verkauft oder etc. pipapo, der halt eben Trainer, Verkaufstrainer oder Dating-Trainer und so weiter, da seid ihr wirklich sehr, sehr unabhängig. Und da sagt keiner irgend euch was, ne? Da gibt es keinen, der irgendwo Bullshit, ne? Ja. Ich wünschte, es gibt mehrere so Leute, die solche lustigen Clips machen würden. Aber leider ist das halt so. Die Gesellschaft ist woke. Und ja, ich bin echt beeindruckt. Muss sagen, top gemacht. Daumen auf jeden Fall habe ich dir schon gegeben, Toni. That's it. Abonniert seinen Kanal. Abonniert seinen Kanal, genau. Schaut euch seine Videos durch. Die sind wirklich gut gemacht. Also das ist ein top gemachtes Video, ganz klar. Es ist nicht einfach, andere Videos zu machen. Es ist erstmal sein allererstes Video. Ich bin mal gespannt, wie das nächste sein wird. Na, man kann auch sehen, also man kann ja auch ganz viel sehen, weil ich glaube, kann man mittlerweile hier, also er hat 28.03. angefangen, 2023 beigetreten, richtig cool gemacht, ne? Dann halt eben durch die Short-Videos, das ist er sehr clever gemacht, hat er sehr viele Short-Videos, das muss man auch wirklich so machen mittlerweile, damit man halt wirklich Aufsehen erregt. Ich mache keine Short-Videos, weil ich ein ganz anderes Thema mache. Ne? Würde mir auch vielleicht helfen für meinen Kanal, aber egal. Ja, lange Rede, kurz Sinn. Abonniert seinen Kanal. Und that's it. Und ja. Meinen Kanal solltet ihr auch nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.